Hey ihr Spinnasen, ich bin Stefan Fuchs, einer der Top 10 Pokémon Snatch-Spieler und in diesem Video zeigen ich und Hudi euch, wie ihr die Kristallblume im Unterwassergebiet findet, damit ihr dadurch dann die Lumina-Kugel für sämtliche Wasserwelten bekommt. Los geht's! Um die Kristallkugel für das Level am Meeresgrund zu bekommen, müsst ihr zunächst ein Foto von der Kristallblume machen. Dafür müsst ihr den Meeresgrund auf Level 1 spielen. Da dieser ein bisschen schwer zu finden ist, zeige ich euch jetzt, wie ihr das Foto bekommt. Als allererstes müsst ihr so lange fahren, bis ihr in dieses Seetang-Algengebiet kommt. Hier hinten, ganz hinter diesen Algen versteckt, könnt ihr erkennen, da liegt ein Lumineon, was hier schläft. Und das können wir aufwecken, wenn wir da ein paar Äpfel drauf werfen. Guten Morgen! Und jetzt schwimmt's davon. Und wir haben freies Bild auf die Kristallblume und können ein Foto davon machen. Hier seht ihr, das ist ein Foto von der Kristallblume und das reicht aus, um die Lumina-Kugel für das Level zu bekommen. So einfach kann's gehen und wenn dir das Tutorial weiterhelfen konnte, dann zeig das doch bitte mit einem Daumen nach oben. Falls du bei einer bestimmten Aufgabe nicht weiterkommst oder irgendeine andere Frage rund um New Pokémon Snap hast, dann stell die ruhig unten in den Kommentaren und mit ein bisschen Glück werden ich und Hudi in einem der nächsten Videos genau deine Frage behandeln. Bis dahin wünsche ich dir aber noch viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye bye!